Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt hier auf dem Kanal. Wir spielen Zombie Cure Lab. Das kommt am 7. Dezember in den Early Access und Aerosoft hat mich eingeladen, dass ich vor der Veröffentlichung schon mal spielen darf. Und wow, ist das ein tolles Spiel. Ich habe jetzt schon ein paar Stunden drin verbracht, um zu schauen, wie es ist und ich bin schon direkt süchtig danach. Es macht wirklich viel Spaß. Um was geht es denn? Ja, wir sind eine Gruppe von Wissenschaftlern und die Welt wurde von Zombies überrannt. Doch ein kleines Labor, das MeLab, hat in Kanada überlebt und wir sollen jetzt eine Forschungsbasis aufbauen und wir versuchen, die Zombies zu heilen. Es geht in mehreren Stufen und es ist ganz schön knackig später hin. Vom Spielen her ist es vielleicht vergleichbar mit Two Point Hospital and Campus und dazu noch ein bisschen Tower Defense, so im Entferntesten. Denn wir werden natürlich regelmäßig angegriffen. Aber wir wollen die Zombies ja nicht töten, sondern halt heilen. Und wie das genau funktioniert, das schauen wir uns in diesem kleinen Let's Play-Projekt an. In der Version, die ich da spiele, sind noch diverse Bugs drin und eventuell Gameplay-Mechaniken, die dann zum Release vielleicht nicht mehr da sind. Was natürlich gut ist. Also habt da ein bisschen Nachsicht. Und generell, es ist dann Early Access und es wird dann fleißig dran weitergearbeitet. Wir sagen jetzt hier, neues Spiel. Und da kommt ja schon die Story. Als die Zombies kamen, wurde die Welt in ein paar Tagen überrannt. Mit jedem Biss wurden ihre Opfer selbst Zombies und ihre Anzahl stieg ins Unermessliche. Der Widerstand der Menschheit wurde schnell gebrochen. Aber in der fernsten Wildnis im kanadischen Norden hat eine Gruppe von Wissenschaftlern überlebt. Geschützt im Moose Lab, einer Forschungsstation tief unter der Erde, sind sie von der Zombie-Apokalypse verschont geblieben. Jetzt setzen sie die mächtigste Waffe der Menschheit ein, die Wissenschaft. Nach kurzer Zeit haben sie erste Erfolge in der Entwicklung eines Heilmittels gegen das Zombie-Virus errungen. Nun ist es an der Zeit, eine gefährliche Expedition zu wagen. Die Moose Lab-Wissenschaftler haben ihre mutigsten Leute versammelt. Eure Mission ist es jetzt, ein Labor aufzubauen, es vor Zombies zu verteidigen, Zombies einzufangen und sie zu heilen. Hilf ihnen zurück zur Menschlichkeit. Ja, und das ist der ganze Artstil von dem Spiel. Ist Geschmackssache, aber ich finde ihn eigentlich ganz niedlich. Okay, dann werden wir hier auf der Map, das ist quasi das Moose Lab. Da werden wir dann auch teilweise Zombies hinschicken, damit wir hier Forschungspunkte kriegen und da kriegen wir dann auch immer wieder Ressourcen und da gibt es hier unterschiedliche Missionen. So schaut es momentan aktuell aus. Also da gibt es dann einiges zu tun. Hier gibt es ein Tutorial, das schauen wir uns aber nicht an. Wir haben noch die Sandbox hier und wir starten mit der Anfängerexpedition. Das sind die Startressourcen, die wir haben und ich würde mal sagen, Baburas Labor nennen wir das hier und starte mit einem neuen Labor. Und da seht ihr auch schon den Hinweis für den Early Access, da zum Release dann und was dann so noch geplant ist. Also ich werde es auf alle Fälle beobachten. Das Laden sollte nicht allzu lang dauern. Es geht eigentlich recht schnell. Und dann werden wir schauen, wo wir dann unser Labor auf der Karte platzieren werden. So, da. Willkommen bei Zombie Cure Lab. Unser Spiel ist derzeit im Early Access und beinhaltet aber bereits sehr viele Inhalte und die Grundversion des Spiels. Wir haben jedoch noch viele Verbesserungen am Spiel vorzunehmen und wollen auch kontinuierlich neue Inhalte entwickeln und einpflegen. Solltest du auf Bugs stoßen, teilst uns gerne mit, indem du unser Reporting-Tool nutzt. Okay. Ja, also hier haben wir jetzt quasi die Map und da unten kommen die Zombies. Und jetzt ist unsere Entscheidung, wo tun wir unsere Basis hier erstmal platzieren. Wir brauchen Ressourcen am Anfang. Das heißt, so mitten im Grünen wäre es ein bisschen schlecht. Wir brauchen Beeren und vor allem sehr viel Holz. Ich würde sagen, was wäre denn ganz gut hier? Wir brauchen auch Platz zum Expandieren. Ich würde mal sagen, hier. Okay. So, dann müssen wir jetzt noch unseren Platz aussuchen für die Plattform, wo der Helikopter später kommt. Da kommen dann die Ressourcen an. Beziehungsweise, da schicken wir die Zombies weg. Und ich würde sagen, das machen wir da oben so ins Eck rein.
Und als erstes gehen wir hier mal in die Pause. So, das ist hier das Zentrallager. Da sind Waren drin, da hat es Solarzellen, da wird schon mal Strom produziert. Und da hat es hier diese Strommasten, von denen können wir dann weitere Masten verlegen, weil gewisse Anlagen brauchen dann Strom. Aber das ist quasi unser Zentralding. Da werden dann auch die Sachen hergestellt in der Fertigungsstation, wie zum Beispiel Tische und Möbel. Die gehen da hin und aus... Ja, keine Ahnung, wie genau das dann funktioniert, aber das ist so ein Magic-Fertigungsding und dann kommen die Sachen raus. Hier unten haben wir die Ressourcen, die wir aktuell haben, inklusive die aktuelle Energiegewinnung und was meine Batterien drin haben. Da haben wir quasi also so Starterbatterien halt drin, damit wir Strom haben. Hier haben wir die Ausgangssperre, sprich, wenn Zombies dann angreifen, klickt man da drauf und unsere Forscher gehen dann hier in den sicheren Bereich rein. Dann Forschungsmenü, Arbeiterübersicht, Aufgabenübersicht, Weltkarte und hier Baumenü, Löschen, Reparieren, Sachen priorisieren, Bauzugangsansicht, sichere Bereiche anzeigen, war zum Beispiel hier drin. Dann Zeitvorlauf und die Tag-Nacht-Anzeige. Da sehen wir dann auch, ob in der Nacht die Zombies kommen. Die kommen nur in der Nacht. Dann haben wir hier so ein Zombie-Bedrohungsmeter. Je mehr wir hier ausbauen, je mehr Leute wir haben, umso mehr, also so höher wird hier das Rating und so stärker werden auch die Zombies und größer auch die Wellen. Also da müssen wir ein bisschen drauf achten und entsprechend auch unsere Verteidigungsanlagen für das dann ausrichten. Gut, wir fangen erstmal mit den absoluten Basics an. Und hallo Katze, natürlich immer mit dabei. Wir starten erstmal mit einer Küche, denn die Leute müssen natürlich was essen. Und ich würde sagen, die Küche, die werden wir hier hinbauen. Die können wir ruhig schon mal ein bisschen größer machen. Mindestens mal 10x10 erstmal. Und tun das bestätigen. Können wir dann später auch erweitern. Dann brauchen wir eine Tür. Die platziere ich mal hier so seitlich. Dann brauchen wir einen Fleischkultivator, damit wir hier Fleisch züchten können. Das brauchen dann auch die Zombies. Oder, ich glaube, Mombies halt? Na, Hombies, glaube ich. Ah, Hambi heißen die hier. Ich nenne sie trotzdem Zombies. Denn die müssen wir dann auch noch füttern und zufriedenstellen. Weil in den unterschiedlichen Heilungsstufen könnten die unzufrieden werden. Und dann greifen sie uns an. Dann ein Esstisch für unsere Mitarbeiter. Machen wir da hinten hin. Und ein Futterhaufen. Da kommt das hohe Fleisch hin. Für die Zombies. Der ersten Stufe zumindest. Okay. Nachdem wir das gebaut haben, oder beziehungsweise mal vorgeplant, werden wir noch ein Schlafzimmer bauen. Leute müssen ja auch irgendwie schlafen. Ich würde sagen, das machen wir hier oben. Machen wir auch schon mal ein bisschen größer. 11x9. Ja, erstmal 11x9. Dann haben wir hier die Betten platzieren. 1, 2, 3, 4, 5. Erstmal unten Sofa der billigsten Stufe. Auf dem Sofa sitzen erhöht den Komfort. Der Fernseher ist nur ein Pappkarton, aber er erinnert an einfachere Zeiten. Auch die Sachen lassen sich dann später nur upgraden. Sollen wir da platzieren. Erstmal 1. Das reicht. Und die Türe habe ich vergessen. Mach mal hier. Gut. Dann brauchen wir hier noch ein Ressourcenlager. Zu gewissen Arbeiter können Holz hacken, Steine kloppen, Pflanzen einsammeln und Ressourcen in Ruinen suchen. Ich würde am Anfang, würde ich sagen, platzieren wir das mal hier auf der Seite. Würde man sagen, hier, weil da haben wir hier die Ressourcen in Reichweite. Er zeigt es ja eh an. Ja. Machen wir es erstmal hier hin. Temporär, das kann man später noch verschieben. Oder müssen wir eh auch. Und Transportschuppen. So gewesen Arbeiter nutzen Holzschubkarren, um Ressourcen schneller zu transportieren. Bringen einfach die Sachen von A nach B. Wir sehen hier den Einzugskreis. Das machen wir mal. Erstmal hier hin. Okay, habe ich was vergessen? Ja, natürlich, den Forschungsraum brauchen wir noch.
wo hier dann geforscht und geheilt wird. Ich würde sagen, das machen wir hier gleich daneben und gleich mal größer werden. Das wird dann der größte Raum werden. Tür machen wir hier oben. Dann brauchen wir hier einen Forschungstisch. Machen wir schon mal zwei hier rein und die erste Behandlungskammer der ersten Stufe. Erstmal hier. Okay, das Tor nach außen können wir auch schon mal machen. Da ist es wichtig, dass man sich überlegt, wo man das platziert. Denn die Zombies gehen eher zum Tor und versuchen da reinzukommen, als wie irgendwo anders. Also entsprechend müssen wir auch da die Verteidigungsanlagen machen. Aber ich würde sagen, das Tor machen wir hier. Und da gibt es hier den sogenannten Schneeballwerfer. Der wirft einen Zombie in Reichweite mit Schneebällen. Gut, um einzelne Zombies einzufrieren. Ja, die müssen ein paar Mal getroffen werden, dann werden sie langsamer und irgendwann sind sie komplett eingefroren und dann können wir sie quasi einfangen und heilen. Für das brauchen wir aber noch die Maschine, um Eis überhaupt zu generieren. Das müssen wir erst erforschen. Also, ich würde sagen, wir machen die Zeit mal auf normal. Und jetzt kommt gerade schon der Transporthubschrauber und bringt die Startressourcen, inklusive den ersten Wissenschaftlern. Sehr komfortabel da im Container. Move Slab. Da sind sie alle. Ja, schon irgendwie niedlich. Genau, jetzt gehen sie da schon mal hin. Da holen sie sich die Sachen raus und tun das dann langsam platzieren. Am Anfang haben wir erstmal 20 Leute, momentan sind nur 5 davon beschäftigt. Das wird sich aber bald ändern. Wenn wir dann auf eine Industrie gehen, sagen wir es mal so, oder beziehungsweise auf ein Gebäude, wo es Arbeiter hat, können wir hier die Arbeiter zuweisen und wir können hier sagen, arbeiten die nur in der Tagschicht, arbeiten die nur in der Nachtschicht oder beides und was für Aufgaben sollen die machen. Also ganz normales Aufbaumanagement, sage ich mal so. Und entsprechend können wir halt Leute hinzufügen, entfernen. Später haben wir noch die Option zu sagen, soll das ein Mensch machen, soll das ein Hambi machen, also ein Zombie. Und dann hat er in unterschiedlichen Stufen. Okay. Ich würde sagen, wir machen hier mal ein bisschen Fast Forward. Ist das hier fertig gebaut, sonst können wir eh erstmal nichts machen. Ich würde sagen, ich mache mal ganz kurz einen Cut, bis das hier alles fertig gebaut ist. Und dann sehen wir uns hier gleich wieder. Okay, etwas Zeit ist vergangen und die Sachen sind soweit fertig gebaut. Aber ihr seht es hier, die Behandlungskammer und dieser Fleischkultivator, der braucht Strom. Das müssen wir jetzt noch anschließen. Wir machen hier erstmal wieder auf Play. Gehen hier auf Strom, diese Elektrizität und sagen Strommast. Und ja, den können wir auch im Gebäude platzieren. Ich würde mal sagen, wir müssen schauen, dass wir den in der Reichweite haben, dass wir hier das Kabel sehen. Ich würde sagen, wir werden den hier platzieren. Ja. Und einen hier drin. Ich glaube, den mache ich mal irgendwie so, damit wir eventuell noch einen zweiten Fleischkultivator bauen können. Von da sieht das Ganze so aus. Es ist alles ziemlich primitiv und mehr so zweckmäßig. Aber das wird dann noch schöner. Keine Sorge. Aber ja, sie haben halt alle kein Dach. Vorerst. Hier wird fleißig schon abgebaut. Und wenn sie das dann abgebaut haben, fahren sie das dann mit der Schubkarre hier rein ins Ressourcenlager. Und dann wird es dann, wie ich das jetzt verstanden habe, von Transportschuppen dann weiter transportiert bzw. ins Zentrallager gebracht. Okay, das Tor ist auch offen. Und jetzt ist einfach wichtig, dass die Forschung läuft. Okay, sieht gut aus. Brauchst du Bären? Ah ja, für die Forschung braucht man hier Bären. Die kriegen wir hier. Später können wir die auch anbauen. Aber wir haben keine Bären. Ich werde das mal priorisieren, dass wir hier die Bären abbauen. Denn Holz haben wir momentan genug. Mit 1680. Und das erste Forschungsziel wird sein, ich glaube, das ist bei Einfrieren.
Nee, doch nicht. Dann ist Produktion. Dass wir hier diesen Blasebalg bauen, denn damit werden die Eisbeutel hergestellt. Machen wir 50 Forschungspunkte. Momentan mal 14. Generiert wird 5 pro Stunde, wenn es denn läuft. Okay, cool. Wir haben das schon mal priorisiert hier. Ist das auch noch im Scope? Ja. Vielleicht können wir das Ressourcenlager ein bisschen nach unten verschieben. Wegbewegen. Ich will es auch nicht zu nah am Tor haben. Ja, machen wir es mal so erstmal. Kostet uns, glaube ich, auch keine Ressourcen, wenn wir das einfach verschieben. Perfekt. Cool. Fast forward. Bis wir 50 hier haben. Das sind schon 67. Läuft. Die Musik tut sich auch dynamisch ändern, je nachdem, was dann gerade passiert. Das ist nur ein schöner Nebeneffekt. Aber wir können uns einfach danach keine Zombies, wir hatten auch kein Zombie-Symbol. Aber vermutlich die nächste Nacht kommt was. Ja, Schlafzimmer. Ziemlich übersichtlich. Und da ist das Sofa mit dem Fake-Fernseher. Das ist auch ein nettes Detail. Gut, die tun Tag und Nacht forschen. Sehr gut. Und jetzt seht ihr, wir haben momentan negativen Energieverbrauch. Da müssen wir dann etwas dann dagegen tun, dass der Strom nicht ausgeht, weil gerade die Verteidigungsanlagen brauchen Strom. Und wenn die nicht laufen, haben wir ein Problem, weil wenn die eindringen, können unsere Forscher auch zu Zombies werden. Und wenn dann alle Zombies sind, dann haben wir ein Problem. Dann ist das Spiel zu Ende. Und wie es aussieht, nächste Nacht auch noch nichts. Cool. So, 50 Forschungspunkte. Blasebalg erforscht. Können wir dann auch gleich schon mal bauen. Wo platzieren wir dich? Oh, ich würde sagen, ich gerade hier. Mittelfristig müssen wir hier den Zaun erweitern, dass wir mehr Platz haben. Das wird dann recht schnell hier eng. Ich glaube, wir werden dann hier nach rechts erweitern. Wobei, nach unten könnte man eigentlich auch. So, bitte Prio da auf die Bären. Wie sieht's denn aus mit Gemüse? Wildes Gemüse, ja. Wir all das priorisieren. Erz ist noch kein Thema. Kommt aber noch. Das wird immer komplexer von der Industrie her. Ja, das Rating geht langsam nach oben. Da vielleicht noch ein paar Leute zuweisen. Ja. Das Maximale. Dann haben wir jetzt noch einen, der nichts tut. Entschuldigung. Nächste Nacht. Starke Zombies. 5 Zombies. Ja, dann werden wir die Verteidigungsanlage schon mal vorbereiten. Ist hier oben. Schneeballwerfer. Und da sehen wir auch schon die Reichweite, was der hat. Ja, machen wir mal hier. Und hier. Gerade mal 2. Ein Stromnetz noch anschließen. So.
Nicht gerade schön, aber funktioniert. Ja, da fehlt uns einer jetzt für die Nachtschicht. Können wir hier einen abziehen? Haben wir einen für die Nachtschicht? Sehr gut. Meine normale Geschwindigkeit. Was macht das nächste Sinn? Hochofen? Nein. Nahrung. Gemüsebeet. Klimabeerenbeet. Ja, ich glaube, das macht Sinn. Dann brauchen wir hier auch nochmal 70 Punkte. Und einen Trainingsraum müssen wir noch bauen. Das nutzen dann die Zombies. Könnten wir eigentlich schon mal damit anfangen. Trainingsraum ist hier. Ja, bitte. Eine Tür hier. Und dann eine Beinpresse erstmal. Wenn sie das nicht haben, drehen die durch. Die Zombies. Später brauchen die auch noch Unterhaltung. Das ist dann aber auch hier drin. Ja, und so sehen die Schneeballwerfer aus. Also das ganze Ding rotiert dann und schießt dann Schneebälle weg. Da kann man auch noch sagen, bevorzugtes Ziel, starke Gegner, schwache Gegner oder nächster Gegner. Ich werde die mal auf stark einstellen. Denke ich, macht Sinn. Es geht langsam nach oben, sehr gut. Fleisch haben wir aber nicht so viel. Ich möchte so einen zweiten Fleischkultivator haben. Hier so. Und dann müssen wir später noch gekochtes Gemüse herstellen. Das wollen die Menschen. Und die Menschen. Ja, die Menschen machen das Essen das Gemüse. Das ist am Anfang noch nicht so ein Issue. Und Level 1 haben wir, machen das rohe Fleisch und Level 1, Level 2 auch das gegrillte. Und wir müssen dann auch hier expandieren. So, Trainingsraum ist fertig. Sehr gut. Wir können eigentlich auch schon das eine Gemüsebeet hier machen. Produktion. Klimabeerenbeet. Mache ich mal hier so hin. Ja, wobei wurde schlau. Ja, dann mache ich hier unten dann später die Stromproduktion. Ressourcenlag. Brauchen dann sehr viel Holz. Wir können es auch außerhalb platzieren. Ich würde sagen. Wir platzieren das mal hier. Ja, Transportschuppen ist jetzt leicht. Außerhalb vom Scope hier. Mal hier oben platzieren. Und geben schon mal den Auftrag, hier zu erweitern. Ich werde es jetzt hier noch nicht komplett abschließen. Sonst wird dann das letzte Stück machen. Und dann werden wir von hier oben weiterziehen. Dann haben wir hier eine natürliche Barriere. Und hier oben dann runter. Das kann ich ja schon mal anfangen zu zeichnen. Lass da auch nochmal eins frei, damit sie da durchkommen. Und wenn wir hier das Tor versetzen. Ja, Bauauftrag. Cool. Da fehlt es an Leuten, ist erstmal nicht so schlimm. Wobei sagt mir, also ja, gut. Die Tagschicht hätten wir einfach noch zwei.
brauchen wir für die Nacht nicht mehr. So, dann haben wir hier das Gemüsebeet. Hätte ich auch gerne als nächstes. Das machen wir gerade nebenan. Wobei, der muss ja... War da nicht ein Punkt auf der Seite? Oh, scheiße. Müssen wir ganz kurz mal schauen. Da kommt da eins. Ein Punkt Abstand. Okay, die Zombies kommen. Wir sehen hier schon die drei roten Punkte. Also nur mehr. Da kommen sie daher. Und jetzt sagen wir hier Ausgangssperre. Und auf Play. Die Musik ist auch so geil jetzt. Sind alle drin? Ja, sehr gut. Wir sind bemannt. Und da wird angegriffen. Seht ihr, die werden schon langsamer. Und eventuell, wenn wir Glück haben, dann kriegen wir schon die ersten eingefrorenen Zombies. Und die können wir dann gerade als Arbeiter nutzen. Ein bisschen vorspulen. Wir können ein bisschen cheaten und schon mal sagen, jetzt da mal ein bisschen reparieren. Es wird vermutlich etwas sein, was dann später nicht mehr geht, dass man während dem Angriff hier reparieren kann. So kann man sich das halt ein bisschen ercheaten, dass ich hier nicht durchkomme. Oh, ich glaube, wir haben vermutlich gleich mehrere Zombies dann, die komplett eingefroren sind. Ja, viel braucht's nicht mehr. Ich schau mal hier aus. Ja. Sehr gut mit dem Eisbeutel. Ich glaube, wir kriegen alle. So, und da sind sie eingefroren. Okay. Dann können wir hier eigentlich die Ausgangssperre wieder aufheben. Und dann... Ah ja. Jetzt gehen die daher, holen sich die Zombies, tun die da in die Anlage da rein und dann wird die erste Heilungsstufe gemacht. Bisschen vorspulen. Ja, da wird gerade einer geholt. Das sagt gerade hier drauf. Und dann werden wir uns das hier mal anschauen. Dieser geilen Apparatur. So, jetzt glaube ich wieder gleich defrostet. Genau. Oh, scheiße. Kein Strom. Fuck. Jetzt steht die Anlage. Okay, wir werden das hier mal pausieren. 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 Ah, es reicht nicht. Minus 40. Wir müssen warten, bis es Tag wird. Andererseits können wir denn schon bezüglich Elektrizität was erforschen. Batterie. Windgenerator. 75 Forschung. Aufradgenerator. Ich glaube, da warte ich noch bei 40 Elektrizität. Nö. Windkraft. Bisschen Öko hier. Strom. Windkraftgenerator. Wo baue ich denn dich hin? Sagen erstmal hier zweimal. Die höchste Priorität auf das Ganze. Kommt jetzt mal bitte bauen, weil das Ding ist, die tauen jetzt wieder auf. Also wir haben nicht so viel Zeit.
Nice. Und den zweiten bitte noch. Cool. Gratulation, du hast deinen ersten Zombie zu einem Level 1 Humbi geheilt. Der Weg zum Level 2 Humbi kann beginnen. Kümmere dich gut um deine Level 1 Humbis oder sie könnten wütend werden. Gebe dein Fleisch und stelle ihnen einen Trainingsraum zur Verfügung. Du wirst folgendes brauchen, um Level 2 Humbis zu erreichen. Technologiestufe 2, Heilungsfortschritt Level 2, den du erreichen kannst, indem du Level 1 Humbis ins Moose Lab schickst. Und Behandlungskammer 2, gegrilltes Fleisch. Okay, hier ist er jetzt. Der kriegt dann hier... Einmal mal, Moment, komm, halt mal kurz stehen. Mike, jetzt erstmal raus, sollte mich besser sehen. Der hat jetzt hier so eine komische Apparatur da drauf. Vermutlich kriegt er die ganze Zeit irgendwas injiziert, damit er da halbwegs normal drauf ist. Aber das ist halt jetzt eine Arbeitskraft auch für uns. Und dann schauen wir die Bedürfnisse eben. Hunger, Schlafen und halt Fitness. Und schauen, dass wir das halt immer schön einhalten, dass er da happy ist. Sonst greift er unsere Leute hier an. Gut. Strom ist jetzt unser größtes Problem. Können wir vielleicht noch einbauen. Die können wir gerade so hintereinander bauen. Und Batterien wären da nicht schlecht. Cool. Das mit dem Zaun läuft eigentlich auch schon mal sehr gut. Machst du schon mal die nächsten hier? Automatische Behandlung ist an. Ja, ich denke, das wird er dann schon machen. Fleischproduktion wieder an. Da eben, das macht jetzt dieser Humbi hier. Das heißt, einen Menschen weniger, den wir jetzt hier brauchen. Gut. Der nächste kommt. Oh, Holz. Das Soßenlager ist jetzt eh fleißig dabei. Ja, okay. Ich glaube, das mit dem Zaun hätte ich nicht sofort machen sollen. Ja, gut. Ich würde sagen, ich mache noch mal kurz einen Fast Forward. Und dann sehen wir uns gerade mal wieder, bis die nächste Zombie-Welle kommt. Bis gleich. Okay, es ist wieder mal etwas Zeit vergangen. Insgesamt haben wir jetzt 5 Level 1 Humbis. Zaun hier oben ist noch nicht fertig. Ich glaube, den werden wir auch in der nächsten Nacht noch nicht fertig kriegen. Aber wir werden uns erstmal ein paar Ressourcen holen. Wir gehen dazu auf die Weltkarte. Gehen auf Moose Lab und dann können wir jetzt hier auswählen, wie viele Zombies wir hier hinschicken wollen. Dann kriegen wir hier den Heilmittelfortschritt. Ich würde sagen, wir schicken 3 hin und dafür können wir hier Ressourcen aussuchen, die wir gerne hätten. Ich denke mal, das wäre erstmal wichtig, dass wir vor allem Holz haben, Fleisch, Beeren und vielleicht noch ein bisschen mehr. Na, vielleicht einmal Eis und einmal nochmal Holz. 90 Minuten braucht es, bis das bei uns ist. Wir könnten auch Forschungspunkte dafür holen, aber ich denke mal, Heilmittelfortschritt ist wichtiger. Und wir sagen, Helikopter abschicken. Gehen hier wieder raus. Machen Fast Forward und schwache Zombies 3. Hier können wir aus der Pause immer wieder rausgehen. Wir müssen jetzt dann wieder laufen. Ich bin ein Mitarbeiter. Ziehen wir da vom Zentrallager mal einen ab. 1,5. Und die Humbis ziehen auch schon Leute an. So, die gehen jetzt mal hier rein. Da kommt der Helikopter mit unseren Ressourcen. Und das wird dann alles ins Zentrallager gebracht. Sehr gut. Dann sind wir hier schon mal good to go. Fast fertig.
So, Ausgangssperre. Kommt mal schnell hier rein, bitte. Oh oh, das wird knapp. Oh, scheiße, 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 scheiße. Okay. Gerade noch gut gegangen. Gut, da machen wir jetzt mal keine Sorgen. Wir können hier das Bauprojekt schon mal starten. Hier der Zaun. Und hier, dann machen wir hier oben noch Tor dann hin. Und dann machen wir vermutlich da oben. Ja, wobei. Ich werde vermutlich nicht da oben hingehen, also traue ich mich da mal das Tor hin zu platzieren. Machen wir das mal hier hin. Und dann abreißen den Zaun hier. Ja. So, da. Ausgangssperre ist weg. Alles gut. Fangen damit jetzt auch schon an. Coole Sache. Und wir kriegen wieder Arbeiter. Als nächstes würde ich dann die mal nach da unten versetzen. Ich glaube, das starte ich auch schon mal. Hier so setzen. Auch du versetzen. Braucht natürlich wieder einen Strommast. Da reiche ich jetzt nicht. Oh shit. Okay, machen wir das hier so. CD. So. Und so. Okay. Und noch Batterien werden wir dann auch hier hinbauen. Einmal fast forward. Und dann brauchen wir ein bisschen mehr für die Verteidigung. Stichwort Forschung. Batterie. Nee, einfrieren. Waffenschrank. Oh ja, den machen wir. Und Schneekanone. Die macht da quasi Flächenschaden. 12 Zombies. Beruhigungsstation, dass wenn sie mal durchdrehen, können sie sich dann da wieder beruhigen. Ich mache erstmal die Schneekanone hier. Ja, das war's. Okay, die Schneekanone. Die macht recht großen Flächenschaden, aber braucht recht lange, bis sie dann eingefroren sind. Das machen wir irgendwie so zentral hin, dass es so halbwegs in der Mitte ist. Ja, einmal dahin bauen. Cool. Und dann Küche erweitern. Ich würde sagen, Zaun hier so. Das hier erweitern. Was getroffen? Ja. Bitte bauen. Cool. Sonst noch etwas, was wir bauen sollten? Achso, ja, genau. Für die Verteidigung. Den Waffenschrank. Sprich, dass wir hier einen Soldaten haben. Das bauen wir. Ja, wo baue ich das denn hin? Außerdem die Eismaschine. Ja, das war's erstmal. Und da haben wir keinen für den Abend. Ich glaube, das wird komplett hier von Zombies bedient. Tag und Nacht. Ja, auch sobald einer zur Verfügung steht. Und du bist doch nur ein Fleisch. Wo
haben wir vielleicht noch einen Träger. Hm. Cool. Das Tor ist fertig. Das muss hier noch abgerissen werden. Dann haben wir hier mal ganz gut Platz. Okay. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann in Episode 2. Die kommt dann morgen Abend raus. Und eventuell schaffen wir es da schon, dass wir dann Humpy Level 2 dann haben. Also, schreibt mal in die Kommentare rein, was ihr von dem Spiel so hält. Ob ihr euch das am 7. dann auch holen werdet. Und ja, bis dann dahin. Bleibt gesund. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.